Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Für unsere heutige Geschichte reisen wir ins französische Le Mans, wo 1933 ein schockierendes Verbrechen für Schlagzeilen sorgte, das das ganze französische Establishment in Aufruhr versetzte. Ein einziger mörderischer Nachmittag machte die Schwestern Christine und Léa Papin weltbekannt und zum Gegenstand kontroverser Debatten, die teils bis heute geführt werden. Und die sich vor allem um die eine Frage drehen, wie es überhaupt zu dieser schrecklichen Bluttat kommen konnte, die zu einem der aufsehenerregendsten französischen Mordfälle des 20. Jahrhunderts wurde. Le Mans liegt im Nordwesten Frankreichs und ungefähr 240 Kilometer südwestlich von Paris. Berühmt ist die Stadt vor allem für Autorennen und das 24-Stunden-Rennen, das hier jedes Jahr im Juni ausgetragen wird. Christine und Léa Papin sind auf dem Land, außerhalb von Le Mans geboren worden, aber in Le Mans aufgewachsen. Sie stammten aus einer schwierigen Familie. Und trotz der pikanten Details und der Brutalität des späteren Verbrechens ist die Geschichte der Papin-Schwestern in erster Linie eine Leidensgeschichte. Ihr Vater Gustave Papin war ein Alkoholiker und eine aggressive Person. Ihre Mutter Clémence Deré war eine Frau, die nicht zur Mutterschaft berufen war. Eine unglückselige Verbindung. Noch bevor sie heirateten, unterstellte ihr Gustave, dass sie eine Affäre mit ihrem Arbeitgeber habe. Als sie dann schwanger wurde, gingen sie im Oktober 1901 doch die Ehe miteinander ein. 4 Monate später, im Februar 1902, kam ihre erste Tochter Emilia zur Welt. Da Gustave immer noch den Verdacht hegte, seine Frau würde ihn betrügen, plante er, in eine andere Stadt umzuziehen. Aber Clémence weigerte sich und meinte, sie würde lieber sterben, als von Le Mans fortzuziehen. Die Ehe, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand, verschlechterte sich immer mehr. Gustave begann stark zu trinken. Trotzdem bekamen sie noch 2 weitere Kinder. Im März 1905 wurde Christine geboren. Sie wurde schon kurz nach der Geburt zu ihrer Tante und ihrem Onkel väterlicherseits abgegeben. Clémence war einfach als Mutter ungeeignet und wenig fürsorglich oder liebevoll. Bei ihrer Tante und ihrem Onkel lebte Christine 7 Jahre lang glücklich und zufrieden. Im September 1911 wurde dann das dritte Kind geboren, Léa. Aber auch Léa wurde schon kurz danach abgegeben. Sie kam zu ihrer Tante und ihrem Onkel mütterlicherseits. Dort blieb sie, bis der Onkel starb. 1912, als Emilia 10 Jahre alt war, sie war die einzige Tochter, die bei ihren Eltern lebte, wurde bekannt, dass ihr eigener Vater Gustave Papin sie sexuell missbrauchte. Aus unerfindlichen und nicht nachvollziehbaren Gründen war ihre Mutter Clémence davon überzeugt, dass Emilia ihren Vater dazu verführt hätte. Sie trennte sich von Gustave und ließ sich scheiden. Aber nicht, weil ihr Mann ihre gemeinsame Tochter missbrauchte, sondern weil er sie betrogen hatte. Und für diesen Betrug machte sie ihre 10-jährige Tochter verantwortlich. Sie gab sie daraufhin in eine katholische Anstalt, ins Bon Pasteur in Le Mans, das 1836 von den Schwestern Notre-Dame de Charité gegründet wurde. Vornehmlich diente dieses Refugium als Korrektionsanstalt, die ausschließlich Mädchen vorbehalten war. Also eine Besserungsanstalt für junge Mädchen, die nach der guten katholischen Moral verloren waren. Für Mädchen, die von ihren Familien dort untergebracht wurden, für junge Straftäterinnen und so weiter. Das Ziel war es, aus ihnen junge Mädchen zu machen, die für die wohlmeinenden Behörden oder Familien, die ihre Einweisung beschlossen hatten, akzeptabel waren. Nachdem Emilia dort untergebracht wurde, folgten auch sehr bald ihre beiden Schwestern Christine und Léa. Sie wurden ihren Tanten und Onkeln entrissen und durften fortan ihrer Schwester Emilia Gesellschaft leisten.
Die drei lernten in dieser Anstalt vor allem Gehorsam und hartes Arbeiten. Das Leben dort bestand aus Gottesdiensten und Arbeit, Gartenarbeit, Kochen, Backen, Nähen, Sticken. Man konnte dort eine hervorragende Ausbildung zur Küchenhilfe, zur Putzfrau, Mädchen für alles und andere Dienstleistungsberufe genießen. Man sagt, das gehobene Bürgertum der ganzen Gegend rekrutierte dort seine Bediensteten. Aber auch wenn es eine gewisse Schulbildung und berufliche Ausbildung bot, lag der Hauptschwerpunkt dieser Einrichtung in der Umerziehung von Mädchen. 6 Jahre verbrachten die drei Schwestern dort gemeinsam, bis Emilia sich 1918 mit 16 Jahren dazu entschloss, Nonne zu werden und in ein Kloster einzutreten. Mit diesem Schritt brach sie alle familiären Bindungen ab und lebte, soweit bekannt, bis zu ihrem Tod als Nonne in einem Kloster. 2 Jahre später, 1920, als Christine 15 wurde, wollte sie ihrer großen Schwester ins Kloster folgen. Das kam für ihre Mutter aber nicht in Frage. So wenig sie sich um ihre Töchter kümmerte und so wenig sie ihnen mütterliche Liebe oder Zuwendung zukommen ließ, die verbliebenen 2 Töchter sollten ihre Altersvorsorge werden, also gefälligst arbeiten und Geld verdienen. Und so holte sie Christine mit 15 Jahren aus dieser Einrichtung und verschaffte ihr Arbeit in verschiedenen Haushalten in der Gegend. Lea ereilte das gleiche Schicksal 4 Jahre später. Ihre Mutter befand, dass sie schon mit 13 Jahren arbeitsfähig wäre und brachte auch sie daraufhin in verschiedenen Haushalten der Gegend unter. Man kann sich vorstellen, dass das Verhältnis zwischen Mutter Clemence und ihren Töchtern nicht gerade gut war. Es war zerrüttet und gestört. Christine litt sehr unter der elterlichen Abweisung und entwickelte einen Hass auf alles Familiäre. Zugleich entwickelte sich aber auch eine unnormale Beziehung zu ihrer Schwester Lea. So sehr sie von ihren eigenen Eltern abgelehnt, herumgestoßen und lediglich benutzt wurden, so sehr begannen die beiden schon im Kindesalter, sich nur noch aufeinander zu konzentrieren. Wobei Christine natürlich die Ältere war, als sie in diese Erziehungsanstalt gesteckt wurden, war Christine 7 Jahre alt. Und Lea ein paar Monate alt. Und dann verließ sie auch noch ihre ältere Schwester Emilia. Verlust, Trennung, Abweisung gehörten zu ihrem Leben. Und im Zuge dessen entwickelte sich zwischen Christine und Lea eine Beziehung, die man auch heute noch nicht so recht verstehen kann. Die beiden Schwestern arbeiteten 2 Jahre lang in unterschiedlichen Häusern in ganz Le Mans. Wann immer es möglich war, ließen sie sich zu zweit von einem Haushalt einstellen. Christine wurde als fleißige Arbeiterin und gute Köchin beschrieben, die manchmal auch ein wenig aufmüpfig sein konnte. Lea hingegen wurde als ruhig, introvertiert und gehorsam beschrieben, galt aber als weniger intelligent als Christine. Die Arbeitgeber waren mit ihrer Arbeit stets zufrieden, doch Clemence war mit ihrer Bezahlung nicht einverstanden und zwang sie, sich immer wieder nach besser bezahlten Stellen umzusehen. Im Jahr 1926 wurden sie von Monsieur René Lancelot in der Rue Bruyère 6 in Le Mans eingestellt. Christine, die jetzt 21 Jahre alt war, als Köchin und Lea, die im September 15 Jahre alt werden würde, als Zimmermädchen. Monsieur Lancelot war pensionierter Rechtsanwalt, verheiratet und hatte 2 erwachsene Töchter. Aber nur noch die jüngere Tochter lebte bei ihnen. Die ältere war schon verheiratet und lebte mit ihrem Mann woanders. Christine und Lea teilten sich ein kleines Zimmer im Dachgeschoss und schliefen im selben Bett. Sie galten als ehrliche, fleißige und anständige Dienstmädchen, ruhig, zurückhaltend und pflichtbewusst. Sie arbeiteten 12 bis 14 Stunden täglich und hatten in der Woche nur einen halben Tag frei. Aber sie beklagten sich nie. Sie waren froh und glücklich, dass sie zusammenarbeiten konnten. Den einen halben Tag, den sie von der Arbeit frei hatten, verbrachten sie damit, in die Kirche zu gehen und danach ihre Mutter zu besuchen. Wenn sie allein in ihrem Zimmer waren, fertigten sie mit Nähtechniken, die Christine in der Erziehungseinrichtung gelernt hatte, wunderschöne Kleider an.
Von außen betrachtet wurden die beiden jungen Frauen für die damalige Zeit und ihre Position relativ freundlich behandelt. Sie aßen dasselbe Essen wie ihre Arbeitgeber, der Raum, den sie gemeinsam bewohnten, war beheizt und sie wurden für ihre Dienste gut bezahlt. Im Gegenzug wurde das Haus von den beiden so gut in Schuss gehalten, dass die Lancelots von der französischen Oberschicht für ihr hervorragendes Personal beneidet wurden. Man nannte sie die Perlen der Lancelots. Kein Außenstehender wusste, wie es wirklich in diesem Haus zuging und wie das Verhältnis zwischen Herrschaft und Dienstboten wirklich war. Dienstboten sind zwar schon von Natur aus in das Familienleben eingebunden und haben Einblick in das private Leben ihrer Arbeitgeber, bleiben jedoch immer am Rand, fast unsichtbar. Es wird erwartet, dass sie stets zur Verfügung stehen und tun, was man ihnen sagt. Punkt. Abgesehen davon, dass Monsieur Lancelot die beiden Mädchen eingestellt hatte, sahen sie ihn die nächsten Jahre so gut wie nie. Madame Lancelot sprach auch nicht mit ihnen. Die täglichen Aufgaben, die zu erledigen waren, schrieb sie ihnen auf einen Zettel. Es wurde also hauptsächlich schriftlich miteinander kommuniziert. Christine und Lea lebten ein recht isoliertes Leben in diesem Haushalt. Sie gingen nur selten aus dem Haus, wie gesagt, lediglich zur Kirche, zu ihrer Mutter oder wenn Besorgungen zu erledigen waren. Sie trafen sich auch nie mit anderen Dienstmädchen aus der Nachbarschaft. Sie galten als menschenscheu und waren vor allem aufeinander fixiert. Sie brauchten keine anderen Menschen, sie genügten einander. Solange sie ihre Arbeit gut verrichteten und ansonsten keine Schwierigkeiten machten, wurde das auch respektiert und nicht weiter hinterfragt. Und das taten sie. Sie waren fügsam und genügsam und beschwerten sich nie über die viele Arbeit und die wenige Freizeit. Doch einige Jahre nachdem Christine und Lea ihre Arbeit bei der Familie aufgenommen hatten, erkrankte Madame Leonie an Depressionen. Und die Mädchen wurden zur Zielscheibe ihrer psychischen Krankheit. Sie begann, die Reinigungsarbeiten zu hinterfragen und war kritisch gegenüber der geleisteten Arbeit geworden. Es gab mehrere Fälle, in denen Madame Lancelot die Mädchen körperlich angegriffen haben soll. Die Misshandlungen wurden immer schlimmer. Auf dem Höhepunkt schlug sie die Köpfe der Mädchen sogar gegen die Wand. Das Fehlen jeglicher sozialer Interaktion zwischen den beiden Gruppen im Haus wurde durch Madame Leonies Anspruch auf Perfektion nur noch verschlimmert. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie einen weißen Handschuh trug, um sich zu vergewissern, dass die Möbel ausreichend abgestaubt worden waren. Jede kleinste Beanstandung wurde ihnen vom Lohn abgezogen. Der ständige Stress, den diese Art von Arbeitsumgebung mit sich brachte und das Fehlen einer wirklichen persönlichen Verbindung belasteten die ohnehin schon verkümmerte Beziehung noch mehr. Obwohl nicht viel mehr über die Beziehung zwischen der Familie Lancelot und den Schwestern Papin bekannt ist, wird berichtet, dass Christine sehr eifersüchtig auf die Tochter Genevieve gewesen war, die gelegentlich versuchte, sich mit Lea zu unterhalten. Christine betrachtete Lea als ihre einzige Vertraute, als ihre geliebte Seelenverwandte und vor allem als ihr Eigentum. Die Familie Lancelot vermutete wohl auch eine sexuelle Beziehung zwischen Christine und Lea, vor allem weil die beiden Frauen so eine abnorme Zuneigung füreinander hegten. Angeblich glaube Christine, in einem anderen Leben Leas Ehemann gewesen zu sein und behandelte Lea wie ihre Ehefrau. Die Dominanz in dieser seltsamen Beziehung war so groß, dass Lea sich oft einfach fügte und unterordnete. Christine und Lea wurden immer weniger als zwei Personen wahrgenommen, denn Christine nahm Lea alle Eigenschaften, die sie einst voneinander unterschieden. Im Jahr 1929 kam es zwischen Christine und ihrer Mutter Clémence zu einem Streit über Geld. Christine besuchte ihre Mutter nicht mehr und verweigerte auch Lea den Besuch. Clémence Papin schrieb zwar noch an ihre Töchter, aber ihre Briefe wurden ignoriert. Die beiden Schwestern gingen an ihrem einen halben freien Tag in der Woche nur noch zur Messe oder in den örtlichen Park. Ansonsten waren sie nun völlig isoliert, abgesehen von der Familie Lancelot.
Nach 6 Jahren, Ende 1932, spitzt sich Christines rücksichtslose Besessenheit und seltsame Zuneigung zu Lea zu. Sie ist nicht mehr rational und bekommt ohne ersichtlichen Grund Wutanfälle, die sich gegen Lea richten. Ihre liebenswürdigen Charakterzüge schienen sich aufzulösen, und was übrig blieb, war eine Frau, die sich roboterhaft an die Worte und Gesetze einer Familie hielt, die sie langsam zu verabscheuen begann. Lea konnte nichts anderes tun, als zuzusehen, wie sich der Zustand ihrer Schwester verschlechterte, während sie Tag für Tag im Haushalt der Lancelots kochten und putzten. Christine hatte den Kontakt zur Realität verloren und begann, akustische und visuelle Halluzinationen zu haben, die heute als Symptome einer paranoiden Schizophrenie bekannt sind. Lea neigte zu schweren Panikattacken, wenn sie mit Angstzuständen konfrontiert wurde, die sich während der Arbeit durch den zunehmenden Kontrollzwang ihrer Herrin und ihrer Schwester immer mehr verschlimmerten. War das der Grund für das, was dann geschah und zwei Menschen in einem Anfall von Raserei das Leben kostete? Der 2. Februar 1933 war ein besonders kalter Tag, an dem der Wind heftig wehte und die Temperaturen draußen eisig waren. Aber eigentlich ein Tag wie jeder andere. Madame Leonie und ihre Tochter Genevieve gingen gemeinsam einkaufen und Christine und Lea verrichteten ihre täglichen Arbeiten. Gegen Mittag holte Christine das Bügeleisen aus der Reparaturwerkstatt. Es war ein paar Tage zuvor kaputt gegangen. In der Werkstatt konnte aber kein Fehler gefunden werden. Das Bügeleisen sei angeblich in Ordnung gewesen, und so zog Madame Lancelot Christine diesen angeblich unnötigen Arbeitsaufwand der Werkstatt vom Lohn ab. Am Nachmittag kamen Mutter und Tochter vom Einkaufen zurück und wollten sich für den Abend fertig machen. Sie waren bei ihrer anderen Tochter und deren Ehemann zum Abendessen eingeladen. Monsieur Lancelot war schon dort. Beide gingen nun ins Obergeschoss, um sich umzukleiden und vorzubereiten. Christine sollte unten noch schnell eine Bluse bügeln. Als sie den Stecker in die Steckdose steckte, gab es einen Kurzschluss und im Haus gingen alle Lichter aus. Laut späteren Aussagen soll sich dann Folgendes abgespielt haben. Madame Leonie Lancelot stürmte die Treppe hinunter und war wütend auf Christine, da die Sicherungen nun schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche durchgebrannt waren. Die Madame stellte Christine zur Rede und erklärte ihr, dass sie streng bestraft werden würde, und begann, sie für ihre jüngste Unverschämtheit zu tadeln. Christine hörte sich alles an, während sich ihre Hand immer fester um das Bügeleisen ballte. Und plötzlich, urplötzlich, stürzte sie sich auf die Madame und stieß sie zu Boden. Sie prügelte unentwegt auf sie ein. Genevieve hörte die Schreie ihrer Mutter und eilte in der Dunkelheit ebenfalls die Treppe hinunter. Auf der untersten Stufe wurde sie von Christine schon mit einem Trangiermesser begrüßt, mit dem sie sofort immer und immer wieder auf Genevieve einstach. Genevieve sank auf die Knie und griff mit ausgestreckten Händen nach ihrer Mutter. Irgendwann gesellte sich auch Lea zu Christine und begann ebenfalls auf die Madame einzuprügeln. Mit einem Hammer, einem Zinnkrug und einem Trangiermesser verprügelten und bearbeiteten die Schwestern Madame Leonie und Genevieve 30 Minuten lang auf qualvolle Weise. Wobei sie ihnen nicht nur Gesäß und die Oberschenkel verstümmelten, sondern beiden auch noch die Augen ausstachen und sie mit Menstruationsblut beschmierten. Als beide Frauen schon blind und halb tot waren, schlug ihnen eine der beiden Schwestern abschließend noch mit einem schweren Zinnkrug die Schädel ein. Die beiden Schwestern wussten, was passieren würde. Christine nahm Leas zitternde Hand in die ihre, trat über das viele Blut und führte ihre Schwester in die Küche. Dort wuschen sie sich mit dem heißesten Wasser, das sie ertragen konnten, schlossen das Haus ab, räumten den Rest des Hauses auf und stiegen gemeinsam die Treppe zum Dachgeschoss hoch. In ihrem Zimmer zündete Christine eine Kerze an und stellte sie ins Fenster.
Dann legten sie sich nackt und aneinander geschmiegt in ihr kleines Doppelbett und warteten. Gegen 18:30 Uhr oder 19 Uhr kehrte der Herr des Hauses zurück. Er wunderte sich, dass seine Frau und seine Tochter nicht zum Abendessen erschienen sind und wollte nachsehen, wo sie bleiben. Er findet das Haus dunkel vor, bis auf die kleine Kerze im Zimmer der Dienstmädchen. Die Türen sind verschlossen, sodass er nicht reinkommt. Er klopft und ruft, aber niemand öffnet ihm die Tür. Er wird wütend, denn er sieht ja, dass die Dienstmädchen zu Hause sind und ist verärgert, dass sie ihm nicht öffnen. Nach einer Weile bleibt ihm nichts anderes übrig, als zur Polizei zu gehen und sie um Hilfe zu bitten. Die Polizei stellte fest, dass der einzige Weg ins Haus darin bestand, die Rückwand des Hauses zu erklimmen und durch die Hintertür zu gehen. Da die Sicherungen im Haus durchgebrannt waren, mussten sich die Polizisten in der Dunkelheit durch das Haus manövrieren. Als sie das Treppenhaus erreichten, stolperten sie über die Leichen von Madame Lancelot und ihrer Tochter Genevieve. Erst nach dem Zurücksetzen der Sicherungen und dem Einschalten des elektrischen Lichts konnten die Polizisten feststellen, was mit den beiden Frauen geschehen war. Die Gesichter der Opfer waren kaum mehr zu erkennen. Die Augen fehlten und lagen irgendwo herum. Oberschenkel und Beine waren verstümmelt. Aber die größten und heftigsten Angriffe galten wohl den Gesichtern der Frauen. Der Tatort sah aus, als hätte eine Blutorgie stattgefunden. Die beiden Frauen waren aufs Brutalste gefoltert und getötet worden. Die Polizei ging sofort davon aus, dass ein geistig verwirrter Mann die Frauen angegriffen haben musste, denn wer sonst wäre zu solch brutalen Schlägen fähig? In der Annahme, dass die Papin-Schwestern das gleiche Schicksal ereilt hatte, gingen die Polizisten weiter nach oben, fanden aber die Tür zum Zimmer der Schwestern verschlossen. Sie mussten sich gewaltsam Zutritt verschaffen, und als sie eintraten, fanden sie sie nackt im Bett, sich gegenseitig umklammernd. Auf dem Boden lagen ihre blutverschmierten Dienstmädchenuniformen und der blutige Hammer, der bei den Morden benutzt worden war und an dem noch Haare klebten. Die beiden Frauen starren sie regungslos an. Ihr Haar war zerzaust und Lea schien geweint zu haben. Lea blickte ängstlich, Christine blickte finster. Im Kimono wurden beide zum Verhör auf die Polizeiwache gebracht. Sie gaben bereitwillig den Doppelmord zu und gaben alle Einzelheiten der Taten an, erklärten aber, dass es sich um Selbstverteidigung gehandelt habe, dass Madame wütend geworden war wegen des Bügeleisens, dem Kurzschluss und so weiter, und dass Madame Christine zuerst angegriffen habe. Wie dann aber alles außer Kontrolle geraten war und es zu diesem Gemetzel kommen konnte, dieser Blut- und Gewaltorgie, das konnten sie nicht erklären. Sie wüssten es einfach nicht, sagten sie. Christine wiederholte immer wieder, dass es um sie oder wir gegangen wäre. Sie oder wir. Den Ermittlern fiel sofort auf, dass die fast 27-jährige Christine die dominantere von beiden war. Sie übernahm oft das Sprechen für ihre 21-jährige Schwester oder unterbrach sie während des Verhörs. Lea war ruhig und nervös, als sie über die Tat sprach, zwirbelte ihr dunkles Haar mit den Fingern und starrte abwesend auf den Boden. Nach ihrer Verhaftung wurden Christine und Lea voneinander getrennt und bis zum Prozessbeginn 7 Monate lang in verschiedenen Gefängnissen untergebracht. Die polizeilichen Ermittler arbeiteten unermüdlich daran, ein Motiv für die sadistischen Morde zu finden, konnten aber keine Beweise dafür finden, dass die Tat vorsätzlich begangen worden war. Es schien, als hätten die beiden Schwestern ihre Arbeitgeber einfach so ermordet. Die Ermordung der Lancelot-Frauen war nicht nur furchtbar brutal, sondern versetzte die Menschen, die die Geschichte der beiden Dienstmädchen hörten, die ihre Arbeitgeberinnen erschlagen hatten, in Angst und Schrecken. Die Analysen von Jean-Paul Sartre und Jacques Lacan, prominente französische Analytiker und Philosophen, waren der Meinung, dass der Mord eine direkte Folge des Kampfes der Arbeiterklasse war. Die Löhne waren sehr niedrig und von ihren Angestellten wurde erwartet,
dass sie lange arbeiten, oft ohne Freizeit. Die Menschen fürchteten sich vor ihren Angestellten, denn niemand wusste, ob sie nicht als nächstes von einem geistesgestörten und wütenden Dienstmädchen oder Gärtner umgebracht werden würden. Während die Papin-Schwestern auf ihren Prozess warteten und sich in dieser Zeit nicht sehen durften, wurde Christine immer verzweifelter und hysterischer. Sie litt sehr unter der Trennung. Und im Juli 1933 schwand Christines geistige Gesundheit rapide. Sie lief in ihrer Zelle ununterbrochen umher und begann nach Lea zu schreien. Ihr Verhalten war beispiellos, denn ihre Worte und ihre Körpersprache drückten angeblich ein sexuelles Bedürfnis nach ihrer Schwester aus. Sie kroch auf den Boden und schrie und brüllte so laut sie konnte nach Lea. Sie leckte die Wände und den Boden ab und versuchte, sich die Augen auszustechen. Sie musste in eine Zwangsjacke gesteckt werden, um sie vor sich selbst zu schützen. Danach erzählte sie dem Ermittlungsrichter, dass sie am Tag der Morde einen ähnlichen Anfall erlebt hätte und dass dies der Auslöser für die Morde gewesen sei. Der Prozess gegen die Frauen fand im September 1933 statt. Vor dem Gerichtsgebäude in Le Mans versammelte sich eine Menschenmenge, die von der Polizei unter Kontrolle gebracht werden musste. Während des Prozesses nahmen sich die Schwestern gegenseitig in Schutz und übernahmen jeweils die alleinige Verantwortung für das begangene Verbrechen. Es sei aber Notwehr gewesen, nachdem es zu einem Streit zwischen Christine und den Lancelot-Frauen gekommen sei. Dabei blieben sie. Der von den Schwestern gewählte Anwalt plädierte im Namen der Schwestern auf nicht schuldig aufgrund von vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit. Sie würden Anzeichen einer Geisteskrankheit aufweisen, die auf eine familiäre Veranlagung zu dieser Art von Verhalten zurückzuführen sei. In der Familie Papin gab es eine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten. Ein Onkel hatte Selbstmord begangen und ein Cousin lebte in einer Irrenanstalt. Außerdem hatte der eigene Vater ihre ältere Schwester Emilia vergewaltigt. Das Gericht beauftragte daraufhin drei Ärzte, die Schwestern psychologisch zu untersuchen und ihren geistigen Zustand zu ermitteln. Sie kamen zu dem Schluss, dass die beiden Schwestern keine psychischen Störungen aufwiesen und hielten sie für gesund und verhandlungsfähig. Sie waren auch der Meinung, dass Christines Zuneigung zu ihrer Schwester auf familiären Bindungen beruhte und nicht auf einer krankhaften, inzestuösen Beziehung, wie andere behauptet hatten. Jedoch machte das ärztliche Gutachten auch klar, dass Christine ihre Schwester Lea dominierte. Christine wurde eine durchschnittliche Intelligenz bescheinigt, Lea hingegen nur eine geringe. Nach reiflicher Überlegung kam man dann zu dem Schluss, dass Christine und Lea an einer gemeinsamen paranoiden Störung litten, von der man annimmt, dass sie auftritt, wenn Gruppen oder Paare von Menschen von der Welt isoliert sind und Paranoia entwickeln, wobei ein Partner den anderen dominiert. Dies galt insbesondere für Lea, deren sanfte Persönlichkeit von der eigensinnigen und dominanten Christine überschattet wurde. Da man hier aber keine Verzweiflungstat zweier geistig verwirrter Dienstmädchen erkennen konnte oder feststellen wollte, galten beide als absolut zurechnungsfähig und dementsprechend schuldig. Da aber Christine als die Drahtzieherin und eigentliche Triebfeder bei den Morden galt, wurde sie zum Tode durch das Fallbeil verurteilt. Lea wurde als junge Frau ohne Persönlichkeit dargestellt, die dominiert von ihrer Schwester zu deren verlängertem Arm bei der Tatausübung geworden war. Daher bekam Lea nur eine Haftstrafe von 10 Jahren. Christine fiel im Gerichtssaal auf die Knie, als sie das Urteil hörte. Lea legte gegen ihr Urteil Berufung ein, die jedoch einige Monate später abgelehnt wurde. Da Frauen in den 1930er Jahren in Frankreich nur selten die Todesstrafe erhielten, wurde Christines Strafe später auf lebenslange Zwangsarbeit reduziert. Im Gefängnis von Rennes verschlechterte sich Christines Gesundheitszustand rapide. Sie weigerte sich zu essen und war nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Sie rief unaufhörlich nach Lea und beschrieb mit eindeutigen Worten und Verhaltensweisen das Leid und die Angst, von ihrer Schwester getrennt zu sein. Sie schrieb mehrere Briefe, in denen sie darum bat, bei Lea zu sein.
doch ihr Wunsch wurde nicht erfüllt. Sie litt unter Depressionen und Wahnsinn und weigert sich schließlich zu essen. Die Gefängnisleitung überweist sie in eine psychiatrische Anstalt in der Hoffnung, dass sie dort professionelle Hilfe erhalten würde. Noch immer von Lea getrennt, hungert sie weiter, bis sie am 18. Mai 1937 an Kachexie, sogenannter Auszehrung, stirbt. Lea hingegen wurde wegen guter Führung statt nach 10 schon nach 8 Jahren 1941 entlassen. Berichten zufolge lebte sie anschließend in der Stadt Nantes mit ihrer Mutter zusammen und verdiente ihren Lebensunterhalt unter falschem Namen als Dienstmädchen in einem Hotel. Nach dem Tod ihrer Mutter Clémence 1957 wurde Lea Papin 1966 von einem französischen Journalisten interviewt. Die zu diesem Zeitpunkt 55-jährige Lea gab zu, dass sie lebhafte Erscheinungen von Christine hatte und dass Christine sie besuchen würde. Sie war überzeugt davon, dass Christines Geist im Paradies oder in einer Art Himmel lebte, in dem sie nach ihrem Tod wieder vereint sein würden. Lea bewahrte auch einige Fotos von Christine und eine Truhe mit alten Kleidern und Erinnerungsstücken auf, die Christine und sie im Laufe der Jahre, die sie gemeinsam im Haus der Lancelots verbrachten, gesammelt hatten. Über den kalten Winternachmittag im Februar 1933 sprach sie jedoch kein einziges Wort. Es ist unklar, wann Lea gestorben ist. Einige behaupten, sie sei 1981 gestorben, andere behaupten, sie sei 2001 gestorben, nachdem im Jahr 2000 ein Dokumentarfilm erschienen war, in dem behauptet wurde, Lea sei noch am Leben und würde in einem Hospiz leben. Die Identität der Frau in diesem Hospiz wurde nie bewiesen und das Bildnis der Frau wurde mit Fotos der echten Lea Papin verglichen, die wenig Ähnlichkeit aufwiesen. Der Fall der Papin-Schwestern hat die Gesellschaft ihrer Zeit tief beeindruckt. Zunächst war es ein großer Skandal. Die Medien berichteten umfassend und sprachen hier und da Sätze der Empörung und des Entsetzens und der Frauenverachtung aus. Man lenkte die Aufmerksamkeit auf alle dramatischen und blutigen Details. Nachdem sie vor Gericht gestellt und verurteilt worden waren, vergaß die Presse sie jedoch. Nicht aber die Philosophen, Psychologen, Schriftsteller und Intellektuellen. Der Fall der Papin-Schwestern wurde aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht und bildete die Grundlage für eine Reihe von Filmen und Theaterstücken. Heute gilt er als ein Fall von paranoider Psychose und als dramatisches Beispiel für die Rückkehr des Verdrängten bei Menschen, die systematisch diskriminiert wurden. Den wahren Grund für diese brutalen Morde werden wir wohl nie erfahren. Wie bei den meisten Fällen, bei denen solche Fragen im Raum stehen, können wir, die wir von solchen Dingen fasziniert sind, nur Vermutungen über die Ursachen der Verbrechen anstellen. War es ein Klassenkampf, geistige Instabilität oder ein einfacher Mord? Das ist die Frage, die im Mittelpunkt dieser Leidensgeschichte steht.